Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gas Station Simulator. Kunde an Kasse, Kunde an Kraftstoff, Müll voll. Ach, es geht genauso weiter, wie es letzte Folge aufgehört hat. Mit Stress und Umsatz. So, guter Herr da vorne, Entschuldigung. Ich muss jetzt erstmal fix den Müll hier leer machen. Moin moin. Boah, mein Headset ist extremst laut eingestellt. Muss ich gleich mal ändern. Dieses Fließband zerschrubbt mir gerade die Ohren. Oh, da hat jemand duscht. Jo, bitteschön. Und der nächste, coole Friese. Ich werde immer noch nicht drüber fertig, wie schnell dieses Fließband einfach dreckig wird. Ist das alles so verstaubt, die Ware hier? Wir haben die doch erst bestellt. Und wir müssen hier unbedingt mal noch ein bisschen mehr bestellen. Es sieht wirklich sehr, sehr mager aus. Ich möchte mal noch kurz eine Sache probieren. Mein geliebtes Bruderherz hat mir nämlich einen Tipp gegeben, dass wir wohl die Reifen und so... Ah, es funktioniert wirklich. Wir können das komplett hier reinpacken. Gehen die noch oder haue ich die gerade... Ah, das sind die leeren dann, ne? Ja, da ist das Ding reingedrückt. Oh, cool, dass man sogar auf so kleine Details geachtet hat. Gefällt mir. Und zack, sieht es hier ein bisschen hübscher aus. Sehr cool. Wie sieht's denn aus? Wir haben 1200 Dollar und ich glaube, wir müssen unbedingt Reifen bestellen. Lieferung, Autoteile, Reifen. Guter Kurs gerade, 50 Dollar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Haben wir 8 Stück, kostet 400 Dollar, passt. Kratzerentferner, haben wir auch nochmal 4 mit rein und wir nehmen auch noch 4 Spiegel mit. 900 Dollar, wow, ganz schön teurer Spaß, was soll's. So schnell ist man wieder fast arm. So, lasst uns jetzt nochmal gucken, wo war denn das? Einrichtung, Regale. Wir können da nämlich auch noch Zigaretten bestellen und Eiscreme. Ich glaube erstmal Zigaretten. Da haben wir das Ding. Wo stellen wir es hin? Achso, das ist zum Hängen gedacht. Das packen wir natürlich hinter die Kasse, weil teure Ware, klein, Diebstahl gefährdet und so. Perfekto, jetzt brauchen wir aber auch noch Zigaretten. Das wird bestimmt teuer. Das wird teuer. Zigaretten. Guck mal, die guten Menthol gibt es in Deutschland nicht mehr. Können wir schön einkaufen, kommen vielleicht ein paar deutsche Kunden mal fix rübergeflogen. Einmal den Warenkorb, 10 Stück. Super Plan Strong. Nehmen wir natürlich auch mit. Was haben wir hier? Schnupftabak oder sowas? Nehmen wir auch. Der Rest ist gerade zum schlechten Kurs. Wie sieht's denn aus? 125 Dollar geht. Wir haben es geschafft, innerhalb von 3,5 Minuten von 1200 Dollar wieder auf 56 zurückzukommen. Oh Mann. Ah, das wird sich alles noch lohnen. Wir kriegen die Kohle ja auch wieder rein. Guck mal, Lieferung ist schon da. Bitte nicht hupen. Ey, er hupt heute wirklich mal nicht. Was ist denn da los? Komm, mach das Ding hier auf. Ich hab's ein bisschen eilig. Rein damit. Tür zu. Mach doch jetzt hinne. Mach hinne. Steigt er hier gemütlichst ein. Ich meine, die Lieferung ist wirklich schnell. Das muss man mal sagen. Moin Meister, ich grüße Sie. Zeig mal, was hier schon wieder kaputt ist. Ein Reifen haben wir kaputt. Wir haben bloß noch einen. Und er hat zwei kaputte Reifen. Oh oh. Wir können ihn nicht komplett bedienen. Entweder warten wir noch, bis die neue Lieferung da ist. Oder was war denn jetzt? Was kam denn jetzt als erstes? Moment, 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 Moment. Ja, ach, ich bin doch dumm. Das war doch schon die Lieferung. Zigaretten kommen doch jetzt noch. So, Schraubi, Schraubi, Schraub. Machen wir hier drüben noch deinen Reifen wieder ab. Das wird wieder ein teurer Spaß für dich. Oder ein großer Umsatz für mich. Was haben wir noch Schönes? Hier drüben noch ein paar Kratzer. Die mache ich dir weg. Kein Problem. So, rauspoliert. Bitteschön, 270 Dollar. Kunde an Kraftstoff und Lieferung. Weiß gar nicht, wartet er mit der Lieferung eh? Oh Gott, was ist denn hier los? Entschuldigung, geht gleich los. Alter Schwede. Haben wir den Parkplatz jetzt eigentlich schon gekauft? Nee, ne? Wir hatten bloß den Sand weggebaggert. 1, 2, 3, 4. Jo, bitteschön. Danke fürs Waden. Hallo. Und einen schönen guten Tag. Eine Fanta, ein Traubensaft, ein kleines Küchlein. Das waren die Popcorn, glaube ich, noch ein Küchlein. Und dein Blutzuckerspiegel wird sich freuen. Haben wir gerade mal einen Moment Ruhe. Wir müssen schnell zum Lager hinter. Ja, gute Frage, ne? Ob der ewig wartet oder ob der sich auch irgendwann verpisst und wir zahlen dann Lieferkosten. Ja, ja, ist doch gut. Mensch, hast du gesehen, was in der Tanke los ist? Mal ein bisschen Verständnis haben. Als hättest du es eilig. Als Fernkraftfahrer. Ihr habt doch immer die Ruhe weg. War natürlich ein Spaß. Ah, wir können ja sogar spielen. Geil. Komm, fahr los. Wozu? Oh nein. Oh, ich glaube, wir haben den irgendwie eingequetscht. Oh, oh. Ach, schön. Ist doch gut, oder? Lass mal für immer hier. Gekidnappt. Nein. Nein, wir müssen ihn resetten. Ach, alle Fahrzeuge der Kunden. Ach, shit. Setzt es auch ihn jetzt zurück? Wir müssen. Äh,
Ja, was war denn da los? Die Alien am Start. Cool gemacht. Ist natürlich schade, weil wir haben wahrscheinlich gerade Kundschaft verloren, aber ich glaube, so viel war nicht da. Und da ist eine Alien draus geworden. Die haben einfach mal direkt den Drachen übersprüht vom kleinen Dennis. Achso, ich habe noch einen weiteren Tipp. Wir können auch hier drin ein bisschen malern. Das war mir noch nicht so bewusst. Komm, wir haben gerade mal eine Sekunde. Ich finde, oh, wir haben neue Farben. Dann lasst uns hier mal ein bisschen pinseln. Das könnte ein bisschen dunkel sein für drin. Sieht ein bisschen düster aus, oder? Wenn wir lieber weiß machen? Ja, ich glaube, wir machen lieber weiß. Hier drin ist schon nicht wirklich hell. Dann wird das alles nur noch düsterer. Hier mit der guten Alpina-Farbe können wir direkt einmal mit weiß über schwarz drüber gehen und alles ist gut. Mann, das wertet die Bude hier um einiges auf. Ich dachte halt, wir können nur draußen streichen. Guten Tag. Es ist bisher noch nicht ganz so stressig. Es ist halt auch mitten in der Nacht. Aber wir haben aktuell wirklich ein bisschen mehr Ruhe als Ende letzte Folge. So kommen wir hier auch mal... Hat die was geklaut? Was machst du? Was? Strong Menthol? Warte. Hier. Hier ist Strong Menthol. Na, guck doch nochmal. Ach, Menno. Jetzt haben wir uns hier eine Kundin versaut. Jetzt kommen die hier hintergelaufen. Ich dachte, ich gebe denen das dann raus. Wir kommen jetzt hier nicht mehr durch, weil hier das Regal... Das ist natürlich nicht so pralle. Tut mir leid, meine Gute. Ich hoffe, Popularität ist jetzt nicht gesunken. Ich hatte jetzt nicht nochmal extra geguckt, bei wie viel es steht. Moin, moin! Wollen wir mal gucken, was bei dir kaputt ist? Also am Auto meine ich natürlich. Schulter scheint auch kaputt zu sein. Ein Reifen, den mache ich dir natürlich neu. Spiegel ist auch noch kaputt, den mache ich dir neu. Was ist denn hier? Ich dachte mir das schon. Ich habe mir die vorgestrige Folge mal angeguckt und habe gesehen, dass das hier so blau schimmert. Ich bin da irgendwo dran vorbeigelaufen. Also anscheinend braucht neue Autobatterie zum Reparieren. Habe ich leider nicht. Tut mir leid. $370 wieder verdient. Moin. Deine Karre könnte aber auch mal eine Reinigung vertragen. Vielleicht habe ich später mal noch eine Autowäsche. Das wäre cool. Moin. Entschuldigung. Dauert hier alles ein bisschen länger. Es ist 4 Uhr in der Nacht und ihr rennt mir die Hütte ein. Bitte. Jetzt lasst uns die Hütte hier mal noch schnell zu Ende streichen. Popularität 66%. Es geht voran, Leute. Weiß gar nicht, ob wir die Toilette drüben auch noch malern müssen oder war die gefliest. Cool. Das sieht doch wirklich aus wie eine komplett neue Tanke. Nee, ich wollte das Dach nicht malern. Kann ich das irgendwie abbrechen? Maler ich jetzt das Dach? Oh Gott, jetzt haben wir hier so einen weißen Balken, aber ich kann es leider nicht abbrechen. Wie sieht's denn hier aus? Wir können die Fliesen streichen, natürlich. Sehr realistisch. Aber passiert da was? Jo, oh geil, sieht aus wie neu gefliest. Boah, schon wieder fast $1000. Wir sind so mega coole Geschäftsleute. Wir machen hier Umsatz. Da können die anderen sich mal eine Wurst abschneiden. Eine Scheibe natürlich. Eine Wurst abschneiden. Ich hoffe nicht, dass mir jemand meine Wurst abschneidet. Ach, so ein schöner Reinigungsplan, wo dann immer dasteht, wer da als letztes die Kacke aus der Schüssel geschrubbt hat. Man kennt es. Und eine Wand noch, das ging ja fix. Und dafür sieht es hier gleich aus wie neu. Und an Werkstatt. Ah, wir müssen rüber. Aber krass, wie das angenommen wird hier von den Leuten. Anscheinend ein guter Standort für eine Werkstatt und Tankstelle. Ein Spiegel bloß, na gut. Komm raus mit der Scheiße hier. Jo, einen schönen Huni verdient. Den Parkplatz wollten wir kaufen. Einrichtung. Sonstige? Hier, den Parkplatz. $399. Kaufen. Zack, da haben wir unseren zweiten Parkplatz. Und damit können wir 6 Kunden auf einmal hier bedienen. Hallo, meine Kleine. Läufst du auch an der... Sie läuft nicht vorbei. Die Mädels, die haben ein bisschen mehr im Kopf. Aber die Jungs, die rennen immer alle erstmal vorbei. Ich glaube, wir hängen das Zigarettenregal doch nochmal um, weil es nervt mich, dass ich da nicht mehr durchlaufen kann. Oh nein, ich habe hier Farbkleckse gemacht. Ich habe nicht aufgepasst. Moin, moin, meine Gute. Sie wollen ein bisschen Popcorn. Sie wollen ein paar Kokse. Kokse? Kekse? Nochmal Kekse und noch einen Kuchen und noch einen Kuchen. Ja, der Parkplatz hat jetzt natürlich eine Menge Kohle gezogen erstmal. Wir müssen mal gucken. Wir haben nicht mehr viele Spiegel. Scratchies gehen noch. Reifen müssen auch bald wieder welche ran. Was ist bei dir nicht in Ordnung? Drei Reifen. Hohohoho, mein Freund. Ich hoffe, du hast die Kreditkarte dabei. Dir ist noch nicht bewusst, was das hier kosten wird. Ey Leute, wir müssen nur noch 4 Kunden bedienen. Dann haben wir die Tankstelle auf dem nächsten Level. Geil, es wird mega gut. Wo war der andere Reifen? Hier drüben war noch einer. Zack, zack, zack. Ich hau dir die Schrauben rein, die dir noch keiner Schrauben reingehauen hat. Moment, wir haben noch welche im Lager. Ich muss noch gar nicht bestellen. Jetzt habe ich es gerade erst gesehen. Und wieder was verdient. Komm, die hauen wir hier gleich mal rein. Place all. Haben wir noch Reifen? Nee. Keine Produkte mehr und Scratchies? Nein. Ah, ich kann es wieder reinstellen. Okay. Leute, wir machen jetzt erstmal an der Stelle Schluss mit der Folge. Lasst wie immer ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ihr seht, volle Hütte hier. Es wird nächste Folge direkt wieder stressig losgehen. Übermorgen 17 Uhr, also am
Lasst mich mal überlegen. Dienstag geht's dann weiter. Bis dahin. Macht's gut.